Moin Moin Leute, Jumlo hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde. Im letzten Part haben wir erfolgreich Lothlorien verteidigt und wenn man sich hier so ein bisschen durchklickt, dann kann man sich schon denken, da gibt es noch ein bisschen mehr zu tun insgesamt. Auf jeden Fall, hier ist gerade die Gemeinschaft und parallel dazu kämpfen wir weiter mit der Armee Rohans, mit Eomer gegen diverse Feinde. Stoppen wir uns doch mal die Armee. Und jetzt die Frage, okay, wir können sogar tatsächlich nur nach Rohan. Können wir nur nach Rohan, oder? Ja, wir können nur nach Rohan selbst. Plus 20 Kommandos. Dann kümmern wir uns doch mal darum. Let's go. Auf in den Kampf. Rohan liegt im Zentrum Mittelerdes. Immer schon war das Land der Pferdeherren umkämpft. Doch nun sehnen sich die Menschen Rohans nach Frieden und Freiheit. Klingt doch nach einem Plan. Besiegt alle Truppen Isengards! Das klingt auch nach einem Plan. Hier haben wir jetzt wieder eine schöne kleine Festung. Wir haben unsere Rohirrim vom letzten Mal, die werden zu Trupp 1, unsere Bauern vom letzten Mal, die werden zu Trupp 2. Und wir fangen erstmal an zu bauen, würde ich sagen, mit Gehöften. Und zwar direkt erstmal 3 Stück. Okay, erstmal 2 Stück, für das dritte müssen wir leider noch warten. Was haben wir denn für Ziele? Wir sollen alle Lager des Bösen zerstören, genauso wie letztes Mal. Wir sollen 2 zerstörte Türme mit Bogenschützen befestigen und mit Eomer ein Level aufsteigen. Bin uns denn der Level ab? Erstmal gar nichts, aber okay. Nächsten Fähigkeiten könnten sein Elbenwald, Wolkenbruch oder Rohan-Alliierte. Ich glaube, da ist Rohan-Alliierte sogar noch das Interessanteste erstmal. Müssen wir dann gucken bei Gelegenheit. Gehöfte sind fertig, das gefällt mir, das höre ich gerne. Dann würde ich sagen, ihr geht mal hier rüber und er erkundet mal ein bisschen. Da sehe ich nämlich schon was Interessantes für uns. Bauen können wir wahrscheinlich noch nicht. Nein, wir müssen noch warten. Aber haben wir denn jetzt weitere Gebäude? Wir haben die Rüstkammer jetzt. Sehr schön. Damit können wir nämlich Waffen-Upgrades kaufen für Einheiten. Und das werden wir auf jeden Fall auch machen. Das wird nämlich sehr interessant werden. Aber jetzt gibt es erstmal ein weiteres Gehöft. Und du erkundest gerade mal weiter langsam. Ich weiß nicht, ob man die Gegner hier so richtig überrushen kann oder ob das überhaupt das bringt, wenn man einen Rush startet. Aber hier ist was. Hier ist wieder eine neue Basis. Und zwar eine größere diesmal. Hey, wir haben Bauern bekommen. Sehr geil. Und hier könnten wir theoretisch einen Vorposten bauen. Wenn wir den bauen, kriegen wir 3 solche Bauplätze drumherum, wo wir alles Mögliche bauen können. Ihr kriegt Waffen und ihr kommt hier hin. Los, Trupp 1, komm her. Töte sie. Fuck. Das war nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Die Einheiten sind gar nicht gut hier an der Stelle. Oh, fuck. Das gefällt mir nicht. I don't like what just happens. Wir haben hier Speerträger. Die Rohirrim müssen die gegen die normalen Einheiten vorgehen. Und die Bauern müssen gegen die vorgehen. Trupp 2, Bauern, bekämpft bitte mal die schnell jetzt. Ich muss sie dringend mal heilen an der Stelle. Eomer, du musst mal kurz die übernehmen. Die Speerträger. Von hinten kannst du sie vielleicht überrennen. Einer noch, komm schon. Ja, gut, Trupp erledigt. Hat geklappt. Oh, das war knapp. Ich glaube, ich habe Verluste erlitten und zwar zu viele für den Moment gerade. Unangenehm. Was bauen wir als erstes? Wir bauen hier einen Brunnen hin, damit wir Einheiten heilen können. Eomer, los, kümmere dich um die Armbrustschützen genauso wie die Fernkämpfer, wie die Reiter. Ihr kümmert euch alle um die Fernkämpfer. Weiter. Hier sind erstmal nur Fußsoldaten und keine Speerträger. Um die könnt ihr euch kümmern. Ah, und das sind diese Türme, von denen die Rede war. Hier ist eine und hier ist eine. Die sollen wir besetzen. Okay. Okay, schnell wieder hoch. Der Brunnen dürfte bald fertig sein. Und ihr kommt mal alle her und ihr haltet euch bereit. Ihr seid alle gemeinsam mit Trupp 2. Das Ding können wir nur reparieren derzeit. Aber wir könnten eine Rüstkammer bauen. Das machen wir auch gleich. Einfach, weil die verdammt nützlich ist.
mehr Rüstung und ähnliches oder bessere Waffen für unsere Einheiten. Und die nehme ich doch sehr gerne. Und du, mein Freund, steigst mal vom Pferd. Schaut euch um mich, meine Freunde. Der Brunnen ist fertig, wunderbar. Okay. Die heilen sich gerade alle und werden auch verstärkt ein bisschen. Das ist gut. Was waren die Bonusziele? Bogenschützen und das Level Up mit Eomer. Dann würde ich sagen, setzen wir erstmal einen Schießstand hin. Und wenn wir den Punkt erledigt haben, können wir die anderen theoretisch woanders hinschicken, die Reiter. Beziehungsweise ich glaube, ich werde dann früher oder später eins der Gehöfte nochmal einreißen. Haltet die Augen offen. Eomer, steig mal wieder auf dein Pferd. Du musst mir noch einen Platz für ein Gehöft finden, mein Freund. Bogenschützen sind fast fertig. Sehr schön. Bilden wir einfach mal direkt... Okay, erstmal nur einen aus, aber der zweite kommt gleich. Sobald wir genug Punkte haben. Wobei, du gehst mal gucken. Ja, das Land versinkt im Schatten. Das kommt mir bekannt vor, das Zitat. Hier ist noch ein Plätzchen für eine Gehöft. Hallo? So, jetzt. Wir müssen nur ein bisschen länger warten. Ich war zu schnell fürs Spiel. Okay, hier ist erstmal nichts. Moment, hierhin musst du. Einen zweiten brauche ich davon noch. Oh, und da sind sie schon. Da kommen die Fußsoldaten. Tötet sie. Jawohl, Eomer hat den Rank-Up, den wir gewünschten. Das ist gut. Ihr reitet mal kurz vor. Da könnt ihr hin. Ihr Bogenschützen geht in der Zwischenzeit mal hier rein. Aber ich glaube, die Armbrustschützen hatten auch einen Bonus gegen die Kavallerie, auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin. Aber da müsst ihr auf jeden Fall zumindest mal ein bisschen aufpassen mit dem Punkt. Ihr kommt auch mal dazu. Ihr geht direkt hier runter. Ihr besetzt den Turm. Gerade sind wir bei 140. Werden die weiter... Nein, die werden rausgenommen. Sehr gut. Die fallen nicht mehr in das Ding. Oh, geil. Die schießen auf die Armbrustschützen und die reagieren nicht mal. Ah, ein bisschen suboptimal die KI, aber okay, kann ich mit leben. Kommt auch mal vor. Ja, ja, kommt, macht ruhig. Ich gehe in der Zwischenzeit mal hier weiter gucken. Es sind jede Menge Ruinen. Dies ist unsere Stunde. Da kommen noch mehr Truppen, die werden jetzt angreifen gleich. Das heißt, ihr kommt hier hin, ihr geht in Position, macht euch bereit. Alle zusammen. Ja, wobei, sie stehen jetzt gerade unter Beschuss, aber was machen die? Was haben die vor? Egal, wir greifen an. Ich fürchte, die wollen sich gerade hier das holen. Das heißt, wir gehen einfach mal darüber und gehen da in die Defensive ein bisschen. Dass wir die gleich abfangen können, wenn sie da ankommen sollten. Ja, richtig vermutet. Sehr schön. Überrennen wir sie einfach schnell. Sehr schön. Gehen wir hier mit der Kavallerie mal ein Stück weiter in den Süden. Wir haben ja so einen leichten Überblick, haben wir. Gucken, ob wir noch was finden, was Relevantes. Hier können wir noch einen Vorposten bauen. Okay. Bonusziele haben wir alles. Sehr gut. Alle Lager des Bösen zerstören kennen wir ja schon. Bauen wir hier an der Stelle einfach mal einen Vorposten, habe ich gerade beschlossen. Der wird jetzt hier direkt aufplatziert und wir können drumrum verschiedene Sachen bauen. Und ihr Reiter reitet wieder hier rüber. Unter anderem die Rohan-Stallung. Die will ich auf jeden Fall hier haben. Außerdem zwei Gehöfte bitte. Und ihr geht mit nach oben. Da sind sie auf dem Weg. Holt sie euch. Erstmal die und gleich dann die anderen. Zack. Sehr schön. Damit wären die erledigt. Wir können dann auch gleich neue Reiter ausbilden. Wobei, aber ihr bleibt mal kurz stehen. Oh, da sind noch welche, sehe ich gerade. Ich dachte, wir wären fertig gewesen. Ich würde euch gerne mal kurz heilen. Dankeschön. Da kommt wieder ein Trupp. Der wird aber draufgehen jetzt gleich. Wir können noch ordentlich Truppen hinterher rekrutieren. Also das geht schon noch. Spannertrick-Upgrade ist am wenigsten interessant doch davon. Was gibt es denn hier noch? Was können wir hier machen? Wir könnten ein Pferdeschild-Upgrade machen. Aber dafür müssen die Stallungen auf Stufe 2 sein. Das heißt, wir brauchen mehr Truppen. Okay.
können wir gleich machen. Aber erstmal müssen wir die beiden Wellen hier noch, ja, die kleine Welle hier wieder abfangen, wie üblich. War das der ganze Trupp? Ist der ganze Trupp tot oder stehen die stehen nochmal auf? Aber okay, kümmern wir jetzt erstmal schnell um die anderen. Beziehungsweise Eomer, du kümmerst dich um die. Und oh, da kommt ein größerer Trupp. Oder auch nicht. Die laufen einfach nur alle rund unten rum diesmal. Komm schon. Allesamt rein da. Und ich mache euch alle zu Trupp 1, habe ich gerade beschlossen. Eomer gehört da jetzt einfach mal dazu mittlerweile. Und es scheint tatsächlich keiner wieder aufzustehen. Finde ich gut. Dann geht mal kurz in den Norden, um euch zu heilen. Ihr geht hier hin. Ich sollte vielleicht auch langsam aber sicher mal anfangen, ein paar Türmchen zu bauen. Aber erstmal holen wir uns ein paar Rohirrim Bogenschützen. Zwei Stück, um genau zu sein. Und euch brauche ich leider direkt wieder unten. Ihr könnt euch nicht heilen gehen. Die greifen nämlich schon wieder an, die Penner. Erstmal den hier und dann die anderen. Dann die weiter im Süden. Die sind weg. Auf in den Süden. Beschützt unser Gehöft. Wir sollten, glaube ich, dann langsam auch in die Offensive gehen. Aber erstmal bilden wir hier weiter die Truppen aus. Wobei wir nehmen einen davon und einen davon. Ich würde dann gerne auch so viele wie möglich jetzt gleich upgraden eigentlich. Das heißt, wir holen uns mal die geschmiedeten Klingen jetzt als erstes und gucken dann, dass wir unsere Einheiten verbessern können. Und dann schauen wir, wie wir weitermachen. Und ihr greift mal schnell noch da an. Let's go. Und fast fertig, komm schon. Sehr schön. Oh, da kommen die greifen tatsächlich an, die Fernkämpfer. Die Armbrustschützen. Okay, gut. Dann gehen wir mal schnell hoch, heilen. Ein Trupp ist ausgebildet, der zweite kommt gleich. Oh, das ist sehr gut. Die geschmiedeten Klingen sind fertig. Das ist die beste Nachricht seit langem. 300 pro Einheit, das heißt 900 kosten uns das, ist die für alle auszubilden. Kommt direkt die schwere Rüstung hinterher. Den Bannerträger, den können wir uns noch aufsparen. Das ist einfach nur, Einheiten werden von Stufe 1 direkt auf Stufe 2 gebracht. Geht auch nur auf dem Level. Also ist nicht wichtig, aber nützlich, sage ich es mal so. Ihr könnt noch Schwerter kriegen. Okay, euch gebe ich die gerne. Gut. Ihr seid geheilt. Seid ihr geheilt? Ja, alle sind geheilt hier. Sehr schön. Sehr gut, die schwere Rüstung. Kostet ebenfalls 300 pro Einheit. Die kann ich aber, kann ich die auch den Bogenschützen geben? Oder ja, die kann ich zumindest den Bogenschützen auch geben. Und damit ist meine gesamte Kavallerie so weit upgraded, fast wie es geht. Noch nicht ganz, aber fast, wie gesagt. Ihr kommt mal kurz mit. Ihr kümmert euch mal schnell um die hier unten. Während Eomer sich um die oben kümmert. Man sieht schön die geschmiedeten Klingen an den blauen Leuchten. Da kann man das schön erkennen. Eomer kämpft weiter schön hier oben. Oh. Da greifen die was anderes an, die Frechen. Finde ich nicht in Ordnung. Machen wir mal noch das Bannerträger-Upgrade, auch wenn ich nicht glaube, dass wir es noch verwenden werden. Schadet es zumindest nicht. Das Gehöft oben wird jetzt schnell übernommen, schnell verteidigt. Eomer kümmert sich wie immer um den Trupp hier. Und ihr beide werdet jetzt einfach zu meinem Trupp 3 an der Stelle und kümmert euch um die hier. Also einfach nur verteidigen, klappt gerade ganz gut. Und das mache ich auch noch ein bisschen, damit ich meine Einheiten einfach upgraden kann. Soweit halt wie irgendwie möglich. Ihr kriegt Bannerträger, ihr kriegt Bannerträger. Der Rest dürfte das schon haben, das Upgrade. Also ihr alle dürftet eigentlich keine Bannerträger mehr holen können. Nein, können sie auch nicht. Kann ich hier das Upgrade kaufen? Nein, das Ding braucht noch, zwei Einheiten für das Upgrade. Schade. Greift mal eben an hier. Holt sie euch, Jungs. Eomer kümmert sich wie immer um die hier. Ganz klassisch. Und dann sind jetzt die Bauern dran gleich. Und wir warten mal kurz, weil ich kann bestimmt gleich noch einen upgraden. Außer einer hat schon ein Level-Up. Nein, hatten sie noch nicht alle. Gut, dann gehen wir jetzt langsam aber sicher in die Offensive. So langsam können wir es beenden.
Denn der letzte Angriff sollte kein Problem sein. Ich meine, die hauen die ganze Zeit auf uns drauf und haben keine Chance. Tötet die mal schnell. So. Die waren noch nicht alle fertig. Es scheint 5 Trupps zu sein mittlerweile. Gut, dann müssen wir für die restlichen Upgrades noch ein bisschen warten. Aber ich kann zumindest meine Einheiten bereit machen, um anzugreifen, um in die Offensive zu gehen. So, machen wir es so. Machen wir es einfach mal schnell so. Kommt ihr? Ihr seid doch Teil von Trupp 3, dachte ich zumindest. Egal, machen wir sie bereit. Beziehungsweise sie alle, die alle hier werden Trupp 1. Und er wird Trupp 3, der Fernkämpfer. Der eine, den wir haben. Da sind sie schon wieder. Und wir haben das Lager. Wir haben da unten was gefunden. Das holt ihr euch, Jungs. Und beim Rest schauen wir mal, wie wir da vorgehen. Ich würde gerne nochmal kurz heilen. Und vor dem tatsächlichen Angriff kriegt ihr noch verbesserte Schwerter. Und um die Rüstung kümmere ich mich gleich. Helft denen mal kurz. Die brauchen ja Ewigkeiten hier. Für das Sägewerk. Das geht ja gar nicht, wie lange die Jungs brauchen. Jetzt müssten wir hier nämlich auch was bauen können, weil das praktisch denen ihr Gehöft ist, wenn man so will. Aber wir müssen noch einen Moment warten. So. Los geht's. Holt sie euch. Attack. Erstmal die schnell. Und dann die anderen. Und ihr kriegt jetzt Rüstung. Oh oh, die kommen. Nein, kommen nicht. Es sah nur so aus. Aber gut, sie sind beseitigt hier. Dann können wir jetzt eigentlich loskämpfen. Können wir eigentlich angreifen jetzt an der Stelle? Oder kann ich hier noch irgendein Upgrade fahren? Ne, sind alle fertig. Gut, perfekt. Dann, let's rock. Zum Angriff. Die Türme greifen mit an, das ist das Problem an der Stelle. Hauen wir erstmal das Schlachthaus weg. So, ihr greift hier an. Haut drauf. Lasst die einfach mal weiterkämpfen. Lasst die einfach mal weiterlaufen. Wobei, Eomer soll sich um die kümmern. Eomer soll sich um die kümmern, die davon übrig bleiben. Der restliche Trupp 1 haut mal weiter drauf und greift an. Oh, und einer von euch greift bitte mal den Trupp da an. Hier kommt man ein bisschen näher. Der kämpft gut, der Junge. Die leisten auch alle gute Arbeit hier, würde ich mal behaupten. Die Feinde sind so gut wie ausgeschaltet. Ihr haut mit hier drauf. Ihr seid fast fertig. Fehlt noch das Türmchen hier und dann sind wir komplett fertig. Dann fehlt nur noch die Mitte. Ja, er kämpft noch. Okay, und jetzt kannst auch du mit angreifen. Ja, wobei, da hinten ist noch ein Trupp. Da ist tatsächlich einer durchgekommen, finde ich nicht nett. Ich denke mal, dass wir die nicht vernichten müssen. Es wird reichen, wenn wir sie so beenden. Wenn wir sie so vernichten. Und jetzt sind wir nämlich so gut wie fertig. Moment. Heilen wir nochmal, just for fun. Und Sieg! Wir haben es geschafft! Ein Tag der Ehre und der Tapferkeit. Die Soldaten Rohans haben gesiegt. Wir haben gewonnen! Sehr schön. I like. Auch hier alle Bonusziele erfüllt, auch wenn es... Doch, es waren 3 Stück, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe gerade. Könnt ihr gleich mal nochmal nachgucken in die Statistik. Ne, 2 Stück waren es. Okay, die haben wir beide erledigt. Wir haben jetzt weitere 20 Kommandopunkte bekommen. Und wir drücken erstmal auf Weiter. Könnt jetzt wieder Einheiten umbenennen. Lustigerweise steht hier schon dabei, wo sie ausgebildet wurden. Und man kann sie eigentlich recht gut merken, was es für Einheiten sind. Deswegen finde ich es nicht persönlich nicht nötig, sie umzubenennen. Aber, ja, es ist ein nettes Gimmick. Ist bestimmt auch lustig, es zu machen, aber es muss nicht sein, finde ich persönlich. Weiter.
Isengard begehrt den einen Ring. Die dunklen Horden Orthanks sind ausgezogen, die Gemeinschaft zu vernichten und Isildurs Fluch zurückzubringen. Wir könnten jetzt an dieser Stelle um den Hügel von Amon Hen kämpfen mit der Gemeinschaft, aber ich würde sagen, es ist Zeit bis zum nächsten Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde. Ciao!